Ecke Hensel. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In Afghanistan kapituliert die Bundeswehr an der Seite der USA nach 20 Jahren Kriegsbeteiligung und sieht sich jetzt zum hastigen Rückzug gezwungen. Das Datum wird ja immer weiter vorverlegt. Sogar die Zurücklassung von Material wird erwogen. Es ist eine Niederlage ohne Wenn und Aber. Das Schlimme ist, dass die Bundesregierung daraus für andere Auslandseinsätze immer noch keine Schlüsse zieht. Im Gegenteil, wie bei einem Déjà-vu sehen wir bei Mali, wie der Öffentlichkeit dieselben Legenden zur Rechtfertigung der Kriegsbeteiligung der Bundeswehr erzählt werden. Sie, Herr Roth, haben das immer auch erneut gemacht. Entwicklung braucht Sicherheit, hat er gesagt. In Afghanistan ist das eben genau gescheitert. Und während Sie aus Afghanistan gar nicht schnell genug abziehen können, wird jetzt die Bundeswehr in der Sahelregion massiv personell aufgestockt auf 600 Soldaten und Soldatinnen. Ab Juli soll Deutschland sogar die Führung dieses EU-Einsatzes übernehmen. So wird Mali von einem Hilfseinsatz für die ehemalige Kolonialmacht Frankreich zu einem deutschen Militäreinsatz. Das ist unverantwortlich. Wir werden dieses Mandat ablehnen. Und was machen Sie denn dort in der Sahelregion? Herr Maas recycelt seine alten Presseerklärungen zu Afghanistan und erzählt, die Bundeswehr sei in der Sahelregion, damit die Bevölkerung mit Wasser, Strom und Bildung versorgt wird. Das ist doch einfach nur noch dreist. Die Bundeswehr unterstützt in Mali die Armee einer aus einem Putsch hervorgegangenen sogenannten Übergangsregierung und in den französischen Truppen dort in der Bevölkerung mittlerweile als Besatzer verhasst. Den malischen Sicherheitskräften werden brutale Übergriffe auf die Zivilbevölkerung und Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Ich frage Sie, ob dies dem grundsätzlichen Verteidigungsauftrag in irgendeiner Weise nahekommt. Wollen Sie uns jetzt erzählen, Deutschland wird statt am Hindukusch in der Sahara verteidigt? Das ist doch nur noch Hanebüchen. Und der Einsatz in Mali gerät ja auch immer mehr zu einem sinnlosen Morden von Zivilistinnen und Zivilisten. Die UNO wirft der französischen Armee vor, Anfang Januar Bomben auf eine Hochzeitsgesellschaft abgeworfen zu haben und dabei 19 Zivilisten im Alter von 23 bis 71 Jahren getötet zu haben. Liebe Kollegin, und zu diesem Massaker, erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Precht von der SPD-Fraktion? Ja. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Hensel. Ich wollte Sie fragen, woher Sie Ihr Wissen nehmen, dass die Deutschen dort verhasst sind. Wir haben eine Anhörung gehabt unter Teilnahme einer Ihrer Fraktionskollegen. Und da haben uns die Soldaten dort bestätigt, dass der deutsche Aufkleber eine Sicherheitsgarantie ist. Das heißt, im Gegensatz zu anderen haben die Deutschen einen sehr guten Ruf in der Bevölkerung. Also, lieber Kollege, es ist doch immer die Frage, wen Sie in Mali fragen. Es gibt viele in der Bevölkerung, die können auch gar nicht mehr unterscheiden, welche Soldaten sie ihnen, wen ihnen überhaupt gegenübersteht. Wir haben ja einen brutalen Antiterroreinsatz der französischen Armee, die brutal gegen die Zivilbevölkerung zum Teil vorgeht, wie wir es erlebt haben mit diesen Bombardierungen. Und in Afghanistan war genau dieselbe Situation. Wir erleben nur noch Militär und die Bevölkerung lehnt die Präsenz ausländischer Truppen mehr und mehr ab, weil sie sich eben dadurch unterdrückt fühlt und weil sie die Folgen der Ausbildung der malischen Armee ja am eigenen Leibe spürt. Und somit wird eben der Truppeneinsatz vor Ort eine Kollaboration mit der malischen Armee, die für massive Rechtsverletzungen verantwortlich gemacht wird, die Sie hier alle überhaupt nicht erwähnen. Und genau deswegen ist es unverantwortlich, dass die Bundeswehr weiterhin in Mali ist. Natürlich. Natürlich. Und ich muss Ihnen dazu sagen, ich finde es auch skandalös, dass Herr Roth keinen Satz gesagt hat zu der Bombardierung der französischen Armee. Warum wird es nicht einmal erwähnt? Die Bundesregierung schweigt zu diesem Massaker in beschämender Weise. Und da frage ich mich, gilt eigentlich das Leben, Menschenleben von Malier weniger als von anderen, wenn es nicht einmal erwähnt wird?
Die Sicherheitslage in Mali ist genauso katastrophal und wird immer schlechter wie in Afghanistan, je mehr Militär vor Ort ist. Und genau deswegen ist es für uns der falsche Ansatz. Wir wollen, dass die Bundeswehr aus Mali abgezogen wird. Vielen Dank, Kollegin Hensel. Wir kommen zum Redebeitrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit Agnieszka